Ja, hallo, ich bin der Arne von Königsmark. Danke fürs Reinklicken. Neben mir sitzt Mina von Edencraft. Edencraft, genau. Und ja, ich bin als Fotograf und mit 3D-Grafik betrauter ist eher so ein Quereinsteiger in das Thema Cosplay. Mich interessiert es aber einfach, wie man mit Materialien solche tollen Kostüme bauen kann. Und deswegen habe ich mir Mina mal mit an die Seite geholt, um einfach mal ein bisschen über die Schulter zu schauen, wie man mit Materialien umgeht. Wir haben uns damals kennengelernt auf der Epicon in Frankfurt am Stand von Cosplay Flex, ein Hersteller oder Vertriebler für die entsprechenden Materialien, die wir heute verwenden wollen. Und da schaue ich mit euch zusammen einfach mal über die Schulter, wie so ein Teil entsteht. Dabei genau. Viel Spaß von uns beiden. Ja, schauen wir mal, um was es heute überhaupt geht. Du hast hier eine tolle Grafik mitgebracht, ein Bild mitgebracht. Das ist von Glatzy Art & Cosplay eine Vorlage. Das ist eine Valkyren-Rüstungsversion von Psyana, einem Pokémon. Und die finde ich so klasse, da habe ich mir überlegt, das mache ich jetzt zur Stuttgarter Comic-Con. Und heute zeige ich dann, wie ich dann die linke Armschiene darstelle. Ja, sehr cool. Cooles Design. Ist ja ein relativ großes Teil dann auch, ja. Richtig. Ja. Cool. Hat auch mehrere Elemente da drin. Also hier werden wir mit Cosplay Flex arbeiten, mit Moosgummi, mit Steinen. Und da gibt es einiges zu tun. Ja, heftig. Das heißt, neben dem Bild, was du jetzt als Vorlage hast, reicht dir das als Vorlage oder machst du da noch was anderes? Nein, in dem Fall reicht mir das als Vorlage. Bei vielen anderen Sachen gehe ich immer hin, guck, was haben andere Cosplayer gemacht, wie haben die was umgesetzt, wenn ich nicht mehrere Informationen habe. In dem Fall hat sie jetzt nur eine Vorderseite gemacht, das heißt, beim Rest werde ich mir etwas kreative Freiheit gönnen. Kinpatsu hat es ja auch schon mal umgesetzt, hat es allerdings in ihrer Art gemacht, also hat nochmal das Design geändert. Ich versuche das allerdings so wie hier zu machen. Also muss man schon ein bisschen dann schauen, weil man ja wirklich von der Seite dann auch nicht alles erkennen kann, so ein bisschen abstrahieren dann. Ja, sehr cool, freue ich mich drauf. Genau, so als erstes schauen wir uns das Teil genauer an und dann versuchen wir uns ein Schnittmuster herzustellen. Ein Schnittmuster kann man ganz einfach selber erstellen. Es gibt auch welche, die man im Internet, so Rohlinge, runterladen kann, wo man allerdings dann noch viel selber abändern muss. Am einfachsten ist eigentlich, wenn wir uns Frischhaltefolie schnappen, Panzerband oder Kreppband. Ich würde für die Anfänger Kreppband empfehlen, denn beim Panzerband, darauf kann man schöner zeichnen, aber da kann man sich auch ganz schnell das Blut abschnüren und wenn man gerade irgendwie den Brustkorb abformt, ist das nicht so schön, wenn derjenige dann umkippt. Ja, das ist ja brutal hartes Zeug, also richtig. Man wickelt das einfach. In meinem Fall habe ich das, ich habe das Schnittmuster schon vorbereitet zu Hause. Man braucht auch immer etwas Hilfe. Das heißt, klar. Du darfst jetzt ran. Einmal hier rumwickeln. Okay. Also richtig komplett, möglichst so, dass es überall eng anliegt wahrscheinlich, ne? Einfach die Rolle nehmen und dann einmal rum. Okay. Das reicht dann auch schon. Und dann irgendwo wahrscheinlich abschneiden. Jo. Das Schöne ist, dass sich das natürlich selbst verklebt fast, ne? Genau. Das Statische. Es gibt auch viele, die nehmen Alufolie, allerdings finde ich die durch das Selbstklebende hier sehr viel besser. Das reicht also so, also es muss jetzt nicht super perfekt sein. Genau, das macht dann jetzt das Kreppband für uns. Das wird dann auch nochmal drum gewickelt. Ist halt schade, man kann das jetzt auch nicht alleine machen, das heißt, man braucht auf jeden Fall einen Assistenten bei sowas. Okay, das heißt, komplett das ganze Teil? Genau, komplett einmal rum. Immer so überlappend? Ja, ein bisschen. Das Problem ist, wenn ihr das nicht überlappend macht dann, und das hinterher ausschneidet, dann verzieht sich das wieder alles. Man braucht schon so eine Fläche, auf die man gleich aufmachen kann. Genau. Ruhig locker wickeln, sonst ist hinterher das zu geil. Ich kann nicht sehen, wenn du grün anläufst. Alles klar, ich krieg dann Schnappatmen. Alles klar. Okay, das ist jetzt nicht so gut, ne? Das muss also nein, das ist alles in Ordnung. Okay, so ein bisschen Wellen sind halt manchmal drin. Genau, das ist auch völlig normal und in Ordnung. Das ist im Prinzip das, was man so bei Tapezierarbeiten auch so nimmt, ne? Um so Fußleiste abzukleben oder so. Das reicht dann schon. Das reicht? Okay, dann reißt man hier einfach ab. Ne? Genau, muss auch nicht sauber sein, das kommt gleich alles. Schon passiert, genau. So, dann einmal durchschneiden. Dann kommt der Moment, wo man einen Druckverband anlegen muss. Das solltet ihr auch selber machen, wenn jemand anders das macht. Ich würde sagen, so ein Pulsnähen, wenn man sich nicht leiden kann, könnte gefährlich werden. Okay. So, jetzt habt ihr quasi die grobe Vorlage oder den Umfang von eurem Unterarm. Stimmt, und könnt darauf rumzeichnen. Ich habe das schon gemacht.
zu Hause. Cool. Bei mir ist das dann so geworden. Mhm. Und habe dann auch schon angefangen, die Muster aufzuzeichnen. In dem Fall hier sieht man jetzt nur die eine Seite, die habe ich einfach gespiegelt. Genau, ja. Das ist natürlich cool, weil man sonst die ganzen Verzerrungen von dem Muster kriegt man ja so eigentlich gar nicht aus dem Kopf gezeichnet. Ne? Also wie sich das an dem entsprechenden Körperteil normalerweise entwickelt. Also ich bin überrascht, es gibt Cosplayer, die malen das einfach so auf oder machen das einfach frei nach Schnauze. Mhm. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht, mal hat es funktioniert, mal leider überhaupt nicht. Mhm. Also so ein Schnittmuster ist immer echt toll. Ja, cool. So, dann brauchen wir unser Material. Mhm. Das ist zu klein, nehmen wir mal die größere. Wir sollten vielleicht auch mal sagen, was man alles braucht, ne? Ja, wäre ganz gut, genau. Dass man so ein bisschen als Vorarbeit, was man zumindest in greifbarer Nähe haben sollte, bevor man jetzt überhaupt startet, dass man nicht sich mal unterbrechen muss. Also man braucht eine Vorlage. Mhm. Dann braucht man, klar, für die Schnittmuster ganz wichtig, Folie. Genau, einfach damit man es schnell wieder von der Haut runterkriegt. Genau. Bei Oberteilen empfehle ich euch, wenn ihr das abwandelt, der Armschiene war das ja recht einfach, das auf dem Körper auch direkt aufzumalen. Dafür bräuchtet ihr dann noch ein Edding. Möglichst einen, der wasserlöslich ist. Ach, so ein paar unfreiwillige Tattoos sind da auch mal. Ja, kann man sich das Basteln direkt sparen, wenn man es aufgemalt hat. Dann ist nicht schlecht. Ich benutze ja gerne diese Thermoplastik von Cosplayflex. Mhm. Wenn man davon ein, zwei Rollen hat, je nachdem, wie viel man braucht. Also für das komplette Kostüm werde ich einiges brauchen. Mhm. Für die kleine Schiene reicht mir jetzt aber auch dieses Stückchen hier, was ich aus einer anderen Rolle rausgeschnitten habe. Genau. Dann, um das Cosplayflex zu schneiden, ist noch ganz wichtig eine Schere. Mhm. So ein paar Tools, um das zu formen. Also man braucht nicht unbedingt ein Skalpell oder sowas, man kommt mit einer normalen Haushaltsschere durch. Man braucht auch nicht unbedingt diese Tools. Mhm. Viele benutzen eine Schere oder ein Lineal. Ich benutze die ganz gerne, um auch kleine Figuren oder sowas reinzuritzen. Mhm. Kann man ja alles machen. Genau, ja, für die Verformung einen Heißluftföhn, das sind so die Grundsachen, die man haben sollte. Ganz wichtig, benutzt unbedingt Backpapier. Okay. Dabei ist es nicht wichtig, ob es zugeschnitten ist oder nicht. Es sollte nur die Fläche abdecken. So als Schutz dann auch. So, genau. Ne? Was auch geht, ist Brotpapier. Das nehme ich auch ganz gerne, weil es durchsichtiger ist. Und da kann ich dann auch gut gleichzeitig mit Schnittmustern arbeiten. Verstehe. Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie kriegt man jetzt überhaupt das Schnittmuster auf das Cosplayflex drauf? Oder dass man es halt als Vorlage zum Ausschneiden nutzen kann jetzt so. Also ich werde jetzt erstmal das hier auflegen und die Umrandung machen. Danach muss ich in dem Fall leider ausmessen. Okay. Bei anderen Fällen kann man das dann mit diesem Brotpapier hier super übertragen. Wenn man hat irgendwie. Genau. Sonst so früher bei Schreibmaschinen hat man ja so dieses Durchpostpapier gehabt. Ne? Genau. Und dann hier, das paust auch super durch. Da muss man nicht nochmal mit einem dunkleren Stift oder so. Und dann kann man sich das immer wieder multiplizieren und das ausschneiden. Also ich könnte theoretisch jetzt auch das hier alles ausschneiden und dann hinterher auflegen. Mhm. Aber das ist ja doch recht einfach, diese zwei Streifen. Die Streifen im Prinzip nur, genau. Genau. Kommt also immer ein bisschen auf den Fall an, was dann besser funktioniert. Genau, bei meinem Drehnei zum Beispiel musste ich das hier sehr oft benutzen. Diese Rolle war mal wesentlich dicker. Okay. Gut, das sind aber alles bis jetzt Materialien, die hat man ja fast zu Hause, bis auf das Cosplayflex. Genau. Ist jetzt gar nicht so schlimm. Gut, so ein Heißluftföhn hat man vielleicht nicht immer. Ich habe meinen von meinem Opa. Ja, aber das ist so ein typisches Bau-Tool aus dem Baumarkt, sage ich mal. Kriegt man eigentlich an jeder Ecke. Ne? Also ich habe jetzt hier auch noch eine Heißklebepistole. Mhm. Die brauche ich gleich, um das Moosgummi festzukleben. Okay. Die kann man aber auch benutzen, wenn man jetzt, ist vielleicht auch noch ganz interessant, wenn man das hier schon gerundet hat hinterher, die wie Tante heißt das? So, ne? Genau. Mhm. Das, mir fällt nur das englische Wort Bracelet ein. Wie heißt das denn? Okay, ja. Die Armschiene. Genau. So, die Armschiene schon geformt hat. Mhm. Und man das dann hinterher nochmal erhitzen möchte, um die einzelnen Elemente anzubringen, verformt sich das ja auch schnell wieder. Ja. Wenn man nicht das passende. So zielgenau kann man es ja gar nicht aufwärmen dann an. Genau, und dafür ist dann so eine Heißklebepistole auch ganz praktisch. Das klebt auch wunderbar zusammen. Das aktiviert auch nochmal den Kleber da drin. Ja. Man sollte auch von unten mal ein bisschen gegendrücken, damit das Material von der Hitze nicht einfällt. Wenn man nämlich die Heißklebepistole zu lang anhat, dann erreicht das auch eine Hitze, wo sich das hier wieder verformt. Ja, ja.
Das heißt, man braucht so, ich hatte irgendwas 90 Grad oder sowas gelesen? Oder ja, genau. Ist das ungefähr so, ja? Mhm. Mhm. Aber es ist noch so, dass man es danach noch in der Hand halten kann, ohne sich jetzt direkt eine Brandblase zu holen. Ja. Aber das passiert auch oft genug. Ja, also muss man ein bisschen aufpassen dann. Ja, definitiv. Viele tragen auch Handschuhe. Ja. Ich bin von Natur aus Grobmotoriker, wenn ich jetzt noch Handschuhe anziehe, dann kann ich gar nichts mehr. Aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt Fingerschweiß oder so aufpassen müsste, dass es direkt dreckig wird? Oder? Nicht bei diesem Material, nein. Okay. Es gibt Materialien, da sollte man aufpassen, zum Beispiel wie bei den Cosplay Flex Clear. Mhm. Wenn man da keine Handschuhe anträgt, wird das Material milchig, zieht Staub schneller an. Okay. Das ist da nicht zu empfehlen. Da muss man sehr darauf achten, dass der Tisch sauber ist, dass die Materialien alle sauber sind. Und auch das Material an sich selbst, das muss auch nochmal abgewaschen werden. Mhm. Okay, ein bisschen Aufwand. Keine Katzenhaare, nichts mehr. Genau. Alles weg. Genau, aha. Das ist dann Aufwand. Bei dem, das ist sehr pflegeleicht und einfach zu benutzen. Okay, cool. Kann man auch im Ofen, wenn man keinen Heizföhn hat? Ja, genau, das wäre jetzt die nächste. Also ich hatte irgendwie gelesen, man kann sogar mit Wasserbad oder mit einem normalen Haarföhn arbeiten. Dauert dann halt wahrscheinlich einfach nur länger. Ne? Genau, also beim Wasserbad, das finde ich auch ganz toll. Allerdings klebt es dann in dem Moment halt nicht so gut. Man muss es, wenn man es dann irgendwie aneinander kleben möchte, trocknen lassen und dann nochmal erhitzen. Okay. Deswegen benutze ich diese Methode eher selten. Das ist schön, wenn man was abformen möchte, eine Maske oder irgendwelche Kleinigkeiten. Mhm. Genau, das habe ich tatsächlich doch schon mal gemacht. Bei meinem Drenai, die Löwenköpfe, die ich vorformen musste, ja. Da ging das dann hinterher auch nicht, weil das uns am Ton festgeklebt hätte. Okay, das war, glaube ich, auf der Schulter irgendwie, ne? Oder genau, auf der Schulter, ja, auf dem Brustpanzer und auf den Knien. Mhm. Okay. So. Nochmal schön Werbung machen. Mhm. Ah ja, genau, Seite. Das war, es gibt zwei Seiten, ne? Ja, das ist, genau. Man muss so ein bisschen gucken, die eine scheint ja so ein bisschen rauer zu sein, die andere ist glatter. Genau, die kann ich auch nochmal direkt da zulegen, da sieht man das vielleicht auch, die Lichtreflexe. Dass genau, das dann spiegelt so ein bisschen stärker. Genau, das liegt daran, dass bei der Produktion der Kleber beim Austrocknen der Platten nach unten sackt, weil er schwerer ist als das Holzmaterial. Okay. Und dadurch hat man dann eine stärkere, also eine glänzendere Seite und eine matte Seite. Mhm. Wenn man das Material durch und durch erhitzt, macht das überhaupt nichts aus. Also dann kleben beide Seiten gleich stark. Aha, okay. Es gibt jetzt allerdings auch eine Methode, die werde ich gleich auch benutzen. Da möchte ich, dass die glänzende Seite oben ist. Da werde ich das langsam erhitzen, nicht so stark und weiter weghalten, um es zu verformen und die glatte Oberfläche zu erhalten. Der Vorteil ist, ich muss dann weder primen, noch sonst einen großen Aufwand betreiben und könnte dann theoretisch sofort mit dem Malen anfangen. Ah, okay. Das ist eine riesige Zeitersparnis von mehreren Tagen sogar. Wahnsinn, ja. Also da ein bisschen drauf achten, dass nachher auch die richtige Seite außen ist. Genau. Mhm. So, mein Edding nochmal suchen. Genau. Auch ganz wichtig, nicht so wie ich alles immer auf dem Tisch verteilen, haltet es euch am besten nah zusammen, weil ich bin nur ein kleiner Chaot. Ja, schon so, dass man drankommt, ne? Genau. Okay, also erstmal den Umriss praktisch nachzeichnen. Das heißt, die sieht bei mir immer am Anfang sehr unsauber aus. Wie schon gesagt, ich bin Grobmotoriker, das kommt nicht von ungefähr. Aber beim Schneiden ist es dann wieder super. Das kriege ich hin. Achso, noch ein kleiner Tipp, nehmt keine roten Edding. Ihr seht ja schon, dass auch schwarz gerade nicht so knalle zu sehen ist. Aber rot verfärbt sich leicht ins Material rein und scheint dann hinterher durch die Farbe wieder durch. Mm, okay. Ich hatte mal eine weiße Rüstung bei der Sailor Moon, da habe ich dann auch bei einigen Stellen noch mal ordentlich nachpinseln dürfen, weil einfach das Rot immer wieder durchgescheint hat. Das hier komischerweise funktioniert. Aha, okay. Sonst in dem Fall ist, glaube ich, auch, weil das dieser wasserlöslich ist, kann man vielleicht sogar nachher noch ein bisschen loswerden, wenn man einmal abwascht oder so, ne? Genau. Wobei ich da ganz schmerzfrei bin, ich lasse das einfach dran. Mhm. Das sieht man hinterher nicht. Ja, wer das noch nie in der Hand hatte, also es fühlt sich so ein bisschen an wie so ein dicker Karton. Mhm. Genau. Ist auch recht flexibel, dadurch, dass es so schön dünn ist.
Mhm. Aber reißfest. Also da muss man keine Angst haben, dass das irgendwie wie Karton auseinanderfällt. Ja. Na? Kann man auch einfach mit einer Schere schneiden. Da braucht man keine besonders starke Schere für. Mhm. Bisschen Kraft muss man natürlich aufwenden. Ja. Und gegen die Wölbung ankämpfen, aber... Wird. So. Da hat er verloren. Schwere Geburt. So. Jetzt mache ich mir das ein kleines bisschen warm, um besser vielleicht auch mal anschalten. So. Oh ja. So, jetzt habe ich das ein bisschen erhitzt, um das ein bisschen platter zu machen, aber nicht allzu stark, um die glatte Oberfläche noch zu erhalten. Und dann übertrage ich jetzt mal eben das Schnittmuster. Okay. Es hilft da ein bisschen, dass das Teil praktisch symmetrisch ist. Ne? Man genau. muss also nur einmal fast abmessen. Ich kann ja auch immer gut gucken und messen. Also das ist alles schön einfach. So. Genau. Dann geht das von der Ecke in die Mitte rein. Anderthalb habe ich das da gemacht. Das ist auch immer so eine Sache, man muss halt, darf das nicht ganz so genau nehmen, weil gerade so Zeichnungen sind ja nicht immer wie ein richtiger Körper aufgebaut. Man muss immer gucken, dass es auch zum eigenen Körper passt. Mhm. Ja, das ist ja auch so ein bisschen so ein Artwork, so wie auf der Vorlage jetzt. Da sind die Proportionen auch wahrscheinlich dann ganz andere, vielleicht ein bisschen verzerrt, damit es noch cooler aussieht. Ja, ich glaube, so eine Taille wie... Ja, ja, eben und Arm- und Beinlängen und so weiter, da wird ja dann einfach ein bisschen getrickst. Genau. Und ich versuche das immer so hinzukriegen, dass es dann natürlich aussieht und auch bequem ist. Das ist auch mal ganz wichtig. Das kommt natürlich auch noch dazu, dass man es überhaupt den ganzen Tag auf einer Convention oder so überhaupt tragen kann. Genau. Also ich habe meinen Drenal zum Beispiel auch arg übertrieben und versucht genauso zu machen und hatte danach aber auch, musste ich dann doch nochmal nachpolstern, weil ich gemerkt habe, bequem ist anders. Dann habe ich mir für den Stein, den ich noch gieße, ich habe da so schöne Silikonformen, die habe ich jetzt nicht mitgebracht. Aber ach, stimmt, da ist ja so, ich zeige es nochmal kurz, da ist ja so ein roter Rubin oder so ein Stein direkt hier, oder mehrere sogar, ne? Wenn man das hier in dem Fall nur einer. Oder einer, genau. Ach, das ist das rote Licht, was von hinten kommt, ja. Genau, aber sie hat tausende Steine. Ja, ja, ordentlich. Die werden dann noch gegossen, das dauert dann auch mal so 24 Stunden, bis man die benutzen kann. Mhm. Aber ich mache mir dann immer so Dummies aus Heißklebepistolen, damit ich schon mal gucken kann, ah, wo cool. kommen die hin. Mit Schliff. Hm? Mhm. Ja, gibt da echt sehr coole Silikonformen. Ja, stark. So, und dann kann ich das nämlich alles schon mal aufzeichnen. Mhm. Und weiß dann ungefähr, wo das hinkommt. Verstehe. Die Dummies kann man auch nehmen als Steine. Ich persönlich finde das jetzt nicht ganz so schön, weil dann kein Glanz bis nach unten durchgeht. Wenn man jetzt zum Beispiel mit Nagellack oder Glasmalfarbe einmalt, sieht man da trotzdem auch sehr schöne Ergebnisse mit. Mhm. Ist ja so ein bisschen lichtdurchlässig auch. Mhm. Noch? Genau, diese hier. Ja, ein Teil kann man dann auch wahrscheinlich mit Farbe machen. Ne? Dieses Grau, was dann da hinten ist, das ist dann nicht nochmal was, was erhaben ist. Also das scheint ja gar nicht groß abzustehen.
Das hier? Mhm. Also das praktisch dieser graue Strich, der dann so. Die werde ich hinterher auch noch aufmachen. Ah, also, okay. Ich werde gleich hier diese Form, da werde ich das Cosplay Flex rollen und dann so pyramidenförmig von oben dem eine Form geben. Genau, das hat ja so ein bisschen so eine Keilform. Genau. Ja, genau, eine Keilform. Mhm. Und das werde ich dann hinterher alles hier aufsetzen. Dafür sind dann die Linien hier da. Das wird nicht aufgemalt, das wird alles gleich noch angebracht. Ah, verstehe. So, jetzt muss ich hier nochmal kurz ausmessen. 3 cm. Hier auch circa 3 cm. 4,5. Nicht wundern, ich rede immer laut vor mich hin, wenn ich mich konzentriere. Nee, genau richtig, ja, ja. Ja, ist eine Menge Details dran. Also je länger man aufs Bild guckt, da ist echt Wahnsinn, was da noch so hier an diesen Federn oder diesen. Das ist mir so auch erst. Drachenschuppenstrukturen oder genau. Sowas. Ne? Ist mir auch gestern teilweise erst aufgefallen, als ich mich schon mal um das Schnittmuster gekümmert habe, damit das nicht ganz so lang dauert. Auch das Fell hier unterm Schulterpolster und so, ja, Wahnsinn. Schönes Design. Ja, das haben die echt toll gemacht. Zack Fischer hat da mit dran gearbeitet. Das also gefällt mir auch wahnsinnig gut. Ja, genau. Also macht euch beim Schnittmuster keinen Stress. Das ist jetzt nicht alles haargenau, aber das kommt gleich alles, wenn ihr es aufklebt. Das sind nur Richtlinien, wie ihr es hinkleben müsst. Ja. Ja, es ist halt keine technische Zeichnung in dem Sinne. Ne? Dadurch, dass es nachher am Körper so ein Esig nochmal verformt. Der König da ist. Ah ja, genau. Den hatte ich da erstmal aus dem Weg geräumt. So. Genau, so an Zeichnung war es das jetzt erstmal. Okay. Jetzt wird erhitzt. Ganz vorsichtig. Ich werde das jetzt nicht an meinem Arm abformen, sondern ich werde das hinterher hier drauf formen. Ja. Es hat eine schöne Rundung. Das ist zwar ein bisschen größer als mein Arm, aber das ist nicht schlimm. Okay. Also die High-End-Version wäre wahrscheinlich irgendwie eine Schaufensterpuppe oder sowas, wenn man sowas genau. In der Ecke hat, ne? Mhm. Die ist noch nicht angekommen. Genau. Dauert gut doppelt so lange, das dann weich zu kriegen. Also es ist immer noch sehr stabil, man kann, aber es ist jetzt schon mal glatt. Aber ja, man hat schon gesehen, wie es so runtergeht. Ne? Genau. Also das ist der Vorteil ist halt wirklich hinterher, dass es dann glatt bleibt, ne? Die Oberfläche. Also lass es jetzt eine halbe Stunde, okay, eine halbe Stunde nicht, aber 10, 15 Minuten länger dauern, das Erhitzen. Man hat trotzdem immer noch weniger, also man spart sich die Schleifarbeit, das Prime. Ja. Und hat dadurch 8 Stunden locker an Zeit gespart.
Wenn ihr einen älteren Heißföhn habt, passt bitte auf. Ich habe das mit meinem, das ist jetzt nicht meiner, meinem Zuhause nicht gehabt, dass das Backpapier dann hinterher Feuer gefangen hat, weil ich die Stufe nicht einstellen konnte. Ja. Ich sehe, der hat jetzt 2000 Watt, also ist schon ordentlich. Ah, okay. Kann ich das halten, oder? Ich muss jetzt erstmal gucken. Also die Rundung da reinkriegt. Ja. Genau, und die ist jetzt auch nicht ganz rund, die geht ja so ein bisschen... Konisch, ne? Das ist halt oben, klar, ist der Oberarm natürlich ein bisschen, oder der Unterarm ein bisschen größer vom Umfang her. Ein bisschen gucken. Das ist auch gleichmäßig hinkriege, das ist, das Backpapier sollte auf jeden Fall da drin bleiben. Das, dann rutscht das gleichzeitig auch noch so ein bisschen da drin. Ne? Einmal das, man kann das auch schön justieren, das klebt, falls die eine Seite jetzt kleben sollte, was hier eigentlich bei der Hitze noch nicht dürfte. Nicht fest. Und die Wärme, also es dauert jetzt auch länger, bis es ausgekühlt ist, aber es sorgt dafür, dass es dann gleichmäßig auskühlt durch dieses Backpapier. Und das zieht dann praktisch direkt so in die Form rein, so wie man es jetzt halt versucht zu halten da. Genau. Also es ist ein bisschen umständlich, weil man nicht genau sieht, wie man es jetzt hält. Das muss man nach Gefühl machen. Klar. Aber man kann ja Kleinigkeiten immer noch wieder hinterher ausbeulen. Mhm. Wobei, sage ich jetzt mal, wenn die Kanten, die jetzt hier außen sind, ungleichmäßig werden, ist das nicht schlimm. Man macht hinterher ja noch die Befestigung dran und muss es sowieso nochmal erhitzen. Und spätestens dann kann man es wieder justieren. Das ist das Schöne. Also man kann mehrmals das auch wieder aufwärmen und nochmal nachformen. Also ist nicht direkt verdorben, wenn man es am Anfang irgendwie nicht hingekriegt hat. Man kann auch schon bereits bemalte Sachen auch noch wieder verwenden. Okay. Muss man nur ein bisschen aufpassen. Es kommt darauf an, welche Farben man genommen hat. Wenn man jetzt... Es gibt viele Acrylfarben, die haben Metallpigmente drin. Okay. Die sollte man nicht erheizen. Einmal, weil das Material wirft dann starke Blasen durch die Farbe und es kommen auch Gifte in die Luft. Also da so ein sollte bisschen man Magnesiumpulver drüber. Dann macht es Peng. Special Effects. Ja, also da sollte man auf jeden Fall schon sich ein bisschen erkundigen. Man kann alles an Acryl nehmen für die Farbe, aber beim Wiedererhitzen, da müsste man schon darauf achten, was das genau ist. Ja, macht Sinn. So. Ich habe jetzt hier, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe, eine Flasche genommen, die ungefähr meinen Durchmesser vom Arm hat. Ist ein bisschen größer, aber das ist nicht schlimm. Hinterher kommt noch die Befestigung dran und die zieht das dann passgenau. Okay. Ah ja. Man kann schon erkennen, was werden soll. Ja. Gott sei Dank. Ein Helm. So, man sieht jetzt hier auch, durch das Licht, dass hier immer noch, also es ist nicht mehr ganz so sämglänzend, aber die Oberfläche ist trotzdem noch so glatt. Also wenn wir jetzt hier mit Sprühfarbe direkt drüber gehen würden, hätten wir eine einheitliche Oberfläche. Ja. Und es ist halt, wenn ich mal anfange, es klebt nicht, also es ist halt immer noch... Es hat nicht geklebt, ja. Ist auch jetzt schön ausgekühlt, ist immer noch flexibel, ne? Also man kann es um jeden Arm machen. Ist alles ganz toll. Schick. Genau. Was man jetzt trotzdem noch machen könnte, ist eine Schicht Primer. Einfach nur, je nachdem, was für eine Farbe man benutzt. Ob es jetzt eine, ich will jetzt gar nicht mal zwischen billig und teure Farbe unterscheiden. Es gibt halt Farben, die haben einen leichten Gummianteil drin und Farben, die haben das nicht. Mhm. Und Farben, die das, ich weiß jetzt nicht genau, welche Farben das sind, aber die splittern dann ab. Ich meine, das sind die, die diesen Gummianteil nicht haben, weil die halt nicht mit der Bewegung mitgehen. Ja. Ist halt ein flexibler Untergrund, klar. Genau. Mhm. Und die Farben, die dann halt diesen Gummianteil mit drin haben und sich mitbewegen, da ist dann die Gefahr nicht. Aber zur Sicherheit kann man da einfach ein, ich zeige euch mal, welchen ich hier nehme. Ich nehme immer den hier, das ist ein Primer. Der trocknet recht schnell, der braucht keine 15 Minuten. Mhm. Mache ich drauf und dann kann ich direkt painten. Ja, super. So, jetzt haben wir den Grund hier schon mal fertig. Jetzt überlege ich gerade, ob ich zuerst das Moosgummi anklebe. Ich glaube, das ist gar nicht mal schlecht. Ah, okay. Genau, wir sehen ja hier auf dem Bild. Das hat natürlich eine gewisse Dicke, das Teil, genau. So, und ich werde jetzt erst das Moosgummi anbringen, damit ich hinterher, wenn ich die Schiene hier anbringe, dann nicht das Problem habe, sonst müsste ich das ganze Moosgummi noch zurechtschneiden, bis es richtig passt. Verstehe. Und wir wollen uns ja nicht zu viel Arbeit machen, ne? Genau, das heißt, man kann problemlos Materialien im Prinzip miteinander mischen, verkleben. Es muss nicht alles aus dem gleichen Material sein. Ich habe das schon mal vorbereitet. Ich habe jetzt hier Karos ausgeschnitten. Ah ja.
paar muss ich noch. Genau, ich zeige es nochmal kurz. Hier unten kann man vielleicht erkennen, sind diese Zacken dran. Das sind genau diese Karos. Nicht wundern, ich habe gestern ein Headpiece gemacht mit ganz viel Glitzer, deswegen glitzert das alles voll. So viel zum Thema sauberen Schreibtisch. Aber das sieht man hinterher nicht mehr. Wobei ich bei denen, bei dem Teil hier auch mit Glitzerfarben arbeiten werde, also mit Metall. Es hat ja so ein bisschen Metallic-Look. Ich habe mir da auch ganz schöne bestellt, die gibt es in sämtlichen Farben. Einfach sieht viel schöner aus, als wenn man da eine matte Farbe nur hat. Ja. Kann man jetzt nicht bei allem machen, wenn man jetzt da einen blutigen Krieger hat und der kommt dann da mit schönen, so glänzenden Glitzerrüstung an. Nimmt man, glaube ich, nicht ganz so ernst. Aber bei ihr, denke ich, ist das kein Thema. Ja, sie ist ein Pokémon. Genau, also dieses Metallische kommt dann auch noch ein bisschen besser durch. Ne? Ist aber auch, glaube ich, so eine kleine Stilfrage, ob man sowas mag oder nicht. Bei einigen mag ich das. Habe ich so ein bisschen für mich entdeckt. Glitzer für Nina. So. Ist die Heißklebepistole? Ja, die ist. Oh, die ist richtig. Jede Menge Kabel. Ja, so, jetzt mal kurz gucken, ob ich hier nichts falsch mache. Ich glaube, sie fängt direkt hier. In der Mitte fängt das an. Okay. Den Unterschied sieht man hinterher nicht, ob das Moosgummi oder Cosplayflex ist. Bei dem Moosgummi muss ich hinterher ein bisschen primen. Das hat jetzt hier, man sieht, das drückt sich sonst sehr leicht ein. Wer übrigens Katzen hat, sollte Moosgummi verstecken. Das ist sehr ärgerlich. Stehen die drauf, ja. Aber hallo. Zwei meiner Rüstungen sind schon komplett draufgegangen dafür. Weil die Zähnchen sich da so schön dran reiben lassen. Ja, ich kenn's von Schnürsenkeln. Sieht aber nicht schön aus. Ja. Darauf achten, dass nicht überall Kleber ist, damit noch ein bisschen Flexibilität auch hier drin noch ist. Ich finde, da muss man immer ein bisschen drauf achten, weil man vergisst, wie viel Energie und Dynamik man in der Bewegung hat. Ja. Und man reißt sich, wenn man etwas zu stark überall justiert, auch viel ab. Entsteht halt viel Spannung im Material. Genau. Ne? Unsere Haut kann sowas ab, aber so feste Materialien sind da immer ein bisschen undankbar. So, leicht überlappen. Ja, cool. High Concentration hier. Ja, ja, die heiße Phase. Ginge das auch mit ganz normalem, stinknormalem Uhu oder Kleber oder sowas? Muss das Heißkleber sein? Ist halt praktischer wahrscheinlich einfach, weil der auf Knopfdruck direkt in der Menge kommt. Ist einmal praktischer und Uhu, ja, das ist eine gute Frage. Wenn man jetzt noch hier diese glatte Oberfläche hat, wo der Uhu nicht einziehen kann, ist das sehr schwer. Stimmt, das ist die Komponente mit der Wärme dann wieder. Ne? Genau. Wenn jetzt eine raue Oberfläche ist, da kann der Uhu ein bisschen greifen, das ist nicht so schlimm. Nachteil vom Heißkleber ist natürlich, man hat überall diese Zippeln, die man abmachen muss. Das ist immer sehr nervig. Und Uhu würde ich jetzt auch nicht beim Moosgummi unbedingt benutzen, weil der sich da schön reinfrisst und den kaputt macht. Ja, die lösen an, ne? Gibt aber einige, die das wohl können. Muss man nur gucken, dass man das findet. Da müsste man dann vielleicht den Baumarkt gehen. Was ich jetzt auch ganz gut finde, ist Zement heißt der. Das ist, den kriegt man auch nur aus dem Ausland. Also hier in Deutschland habe ich das noch nicht gesehen. Das ist Glue-Zement, steht da immer drauf. Ja. Was das genau jetzt ist, kann ich leider nicht sagen. Aber der klebt auch richtig gut. Und der klebt auch zwischen Thermoplastik und Moosgummi. Ja. Wobei man halt hier auch einfach nur das nutzen kann. Ne? Ja, also so sieht man ja, ist das ja echt praktisch. Geht schnell. Ja. Und dieser Zement, der braucht halt auch lange zum Anziehen dann. Zum Anziehen, zum Trocknen. Mhm.
Das ist ganz schön, wenn man mit EVA arbeitet oder so anderen Formsachen, damit die untereinander gut halten. Da gibt es auch einige Tutorials im Internet zu, wenn man mal sich da informieren möchte, einfach mal eingeben. Oder hier der Evil Ted, den kann ich da auch ganz gut empfehlen. Der macht ja nur aus sowas. Der ist auch immer hilfsbereit und gibt Tipps. Der ist ein ganz netter. Ja, war auch, glaube ich, auf der Epicon, ne? Der hatte auch einen Stand gehabt, ne? Ja, der hat sich abends auch noch mit uns Cosplayern zusammengesetzt. Ja, cool. Und war, also der ist total sympathisch und nett. Und hat auch gesagt hier, ach, das hast du toll gemacht, wie hast du das gemacht? Ja. Ich mache das so und so. Und dann konnte man sich richtig schön austauschen. Also es war keiner, der irgendwie sagt hier, nur meine Art und Variante ist toll, eure ist doof. Oder der Tipps nicht weitergeben möchte. Das erlebt man auch oft, dass dann gesagt wird, nee, das sage ich nicht. Ist ein Riesengeheimnis. Ne? Genau. Das habe ich erfunden und das darf keiner wissen. Also das ist da gar nicht gewesen. Ne? Da waren alle super nett. Alle sehr hilfsbereit. Als ich gestern Abend geguckt habe, habe ich die 14 gezählt. Die dritte Wurzel aus 18 gezogen, dass eine Anzahl hier hinkommt. So. Kurz gucken. Das macht natürlich schon was her, durch diese Dreidimensionalitäten mit den Plättchen. Also man könnte das jetzt auch aus Cosplayflex machen. Ja. Das fragen sich jetzt bestimmt auch einige, warum ich das nicht mache. Aus dem einfachen Grund, dass das Anbringen komplizierter wäre jetzt von solchen kleinen Schüppchen. Ne? Das hier ist schön flexibel, es geht schnell und ich bin halt immer für die schnelle Variante. Ja. Na, viele sagen, Schnell-Schnell-Rüstungen gehen nicht und sehen kacke aus. Das stimmt nicht, man muss sich einfach nur zu helfen wissen. Dann geht alles. Ist halt ein bisschen Erfahrungsaussache. Ne? Also man muss dann ein paar Fehler mal vielleicht gemacht haben. Und ich denke mal, das Moosgummi ist natürlich auch vom Preis her wahrscheinlich auch nochmal eine Nummer günstiger. Ne? Oder genau, kann man das also ich kann das empfehlen, bei eBay zu kaufen. Jetzt mache ich wieder Werbung für andere. Da kriegt man 20 Dinner 3 Platten für 7 Euro. Ja, da kommt man ein bisschen mit hin, ne? Ja, eine ganz schöne Weile. Jetzt ziehe ich noch einmal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14. Ja, wunderbar. Habe ich alles richtig gemacht. Auf der Seite zumindest. Aber. Jetzt gucke ich nochmal, dass hinterher auch nicht zu wulstig aussieht. Ja, ja, da sieht man wieder, wie wichtig es ist, dass das mitgeht. Ne? Also es muss halt ein bisschen flexibel bleiben. Genau. Weil die Form verändert sich halt noch ein bisschen, wenn man es anzieht dann wieder. Ne? Genau. Schön ist, das Moosgummi ist jetzt auch nicht dick. Ne? Wenn man jetzt hier ein anderes Material nimmt als dieses dünne Moosgummi, dann trägt das auch wieder auf. Ja. Und das sieht dann halt blöd aus, wenn man dünne Ärmchen hat und dann plötzlich so, ja, so ein Muster. Ja, ja. Das klebe ich mal daneben. Der ist optisch ein bisschen kleiner geschnitten. So. Dafür ist zum Beispiel ein Lasercutter ganz toll. Der macht alles gleich groß. Tja, wer hat, der hat. Ne? Ja, ich habe leider nicht. Hätte ich jetzt auch nicht dabei gehabt. Ja. Gut, aber so eine Raute kriegt man noch hin, dass man die vorzeichnet und dann ausschneidet. Ein paar parallele Linien aufs Blatt zeichnen oder auf das Moosgummi. Ja, richtig. Auf die Idee kam ich leider erst zu spät. Deswegen sind einige gleich groß und einige nicht ganz so. Ja, man weiß ja auch nicht, was das hier sein soll genau, ne? Also ob das jetzt... Ja, ich habe es einmal Pi mal Daumen ausgeschnitten, dann hat mir die Form gefallen. Und unten am Bein hat man auch nochmal so eine Struktur. Das kann jetzt irgendwie so Drachenschuppen sein oder was der Künstler sich dabei gedacht hat. Mhm. Ja, ist, wie gesagt, immer sehr viel Interpretationssache. Genau. Ja, am Oberteil sind sie ja auch nochmal unten dran. Genau. Mhm. Und hier auch. Also taucht da bin immer ich wieder so als Zitat auf im ganzen Kostüm, ja. Da weiß ich noch nicht, wie ich das am Bein mache, ob ich mir da quasi... So ein Übergang irgendwie, ne? Also es sieht also, die hat das bis unten durch, ja, ja, ne? Das ist wie so eine Socke. Ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich mir da einfach einen Strumpf nähe. Ja, und so dann ein Thrombosestrumpf irgendwie, ne? So. Genau. Und dann... Oder ob ich da einfach aus EVA mir... quasi ja, so eine Beinschiene mache mit Reißverschluss hinten dran. Okay. Das kann man nämlich auch machen, da kann man einen schönen Reißverschluss einnähen. Und da das dann drauf bringe, mal gucken.
Also man sieht jetzt, dass ich hier Lücken habe, aber das wird man hinterher nicht sehen, weil ich einfach die Linie ein bisschen weiter nach unten verschieben werde. Naja. So. Ich denke nicht, dass das irgendjemandem auffallen wird oder dass das schlimm ist. So viel ändert das von den Proportionen jetzt auch nicht. Mhm. Wichtig ist, sieht gut aus. Genau. Alle Zacken dran. So, so sieht der Spaß jetzt aus. Ja. Sieht erstmal wulstig aus, aber wenn es hinterher zusammen ist, wird es dann so sein. Mhm. Ja, hält ja schon Bombe. Gefällt mir auch ganz gut. Mhm, schön. So. Jetzt für die hier, ja, werde ich die Streifen hier rausschneiden und die Rollen. Beim Rollen gibt es auch ja, eine Technik, damit das, wenn man es falsch macht, dann verdreht sich das und wird klumpig und man hat Ecken da drin. Mhm. Man muss das wie, ja, wie ein Teig beim Bäcker kneten. Ja. Und da zeige ich gleich ein paar Tricks zu. Backpapier haben wir ja schon mal. Genau. Alles andere wird nämlich sonst... Ich mache schon mal die Klebefusseln weg. So, das hier kann man dann schon mal in Streifen schneiden. Das wird gleich alles schön gerollt und zusammengepackt. Ist so nach Auge die Breite jetzt, ne? Genau. Mhm. Das wird ja hinterher geformt. Und Cosplay Flex lässt einem da auch sehr viel Spielraum zum Korrigieren. Das ist sehr angenehm. Schön an dem Material ist, ich werde das gleich zusammenknüllen. Das kann man nämlich auch wie Knetmasse verwenden. Mhm. Muss nur aufpassen, dafür muss es sehr heiß sein, damit das funktioniert. Und wer hitzeempfindlich ist, sollte das vielleicht dann doch mit Handschuhen machen. Ja. Bei mir sind die Nerven alle schon abgestorben. Ich kann schon das so anfassen. Achso, hier jetzt nochmal zur Erklärung. Ich mache das jetzt nicht wie dort, dass da irgendwie eine glatte Oberfläche halten bleibt, weil ich das sowieso gleich knete. Hier halte ich jetzt voll mit Hitze drauf. Das ist ja lustig, es hat so einen leichten Holzgeruch, ne, wenn das warm wird. Ist eigentlich auch nicht unangenehm. Also man kann es durchaus auch in einer normalen Wohnung benutzen. Genau, da kommen keine giftigen Dämpfe, nichts raus. Ja. Das ist echt wie Knete. Wahnsinn. Möchtest du auch mal? Ja, es ist jetzt auch so, dass man es, jetzt kann man es noch ganz gemütlich anfassen, ne? Also das ist jetzt noch so, obwohl es schon sehr flexibel ist. Genau. Das könnte man jetzt noch so gut handhaben. Aber gut, du meinst, man müsste es dann noch heißer machen, damit man es... Rollen kann, genau. Okay, ich sehe jetzt gerade, dass es hiermit fast schon gar nicht nötig ist. Ja. Es ein bisschen eingesunken ist, ich werde das trotzdem noch mal erhitzen und dann mal rollen, damit ich es auch noch mal zeigen kann. Auch ein kleiner Trick, wenn man das halt anhebt und die Hitze drauf macht, man merkt, wenn das sich leichter durchhängt, also je leichter es runterfällt, umso eher kann man es dann kneten. So, wichtig ist, dass ihr das mit dem Bereich hier macht und nicht über die Finger geht, weil dann macht ihr nämlich hier diese Dellen drin, rein. Ne? Hm. Genau. Und ich versuche das mal zu erklären. Also so am Anfang ein bisschen andrücken ist ganz okay, wenn man hin und her macht. Danach muss man echt aufpassen, dass man das mehr in eine Richtung zieht als in der anderen. Um das wieder nach oben zu schieben, ist okay. Das ist wie beim Rollteig beim Bäcker. Dass man diese Verdrehungen vermeidet so ein bisschen. Genau, sonst verdreht sich das und dann hat man an jeder Seite so Ecken drin. So Zuckerstange-mäßig. Genau. Mhm. Also man kann das hinterher alles rausdremeln, aber das ist wieder mehr Arbeit. Richtig viel Arbeit. Mhm.
und zwischendurch immer wieder absetzen. Das ist ganz gut für das Material. Ja. Also man muss da einfach ein Gefühl für kriegen. Also es ist halt falsch, immer so zu machen. Mhm. Dadurch hat man auf jeden Fall dann hinterher fiese Ecken drin. Okay, verstehe. Oder was heißt falsch? Falsch ist hier ja eigentlich nichts. Das ist einfach nur mehr Arbeit. Ja, wenn man sich ein bisschen Arbeit sparen kann, immer gut. Ich muss zwischendurch mal gucken. Mit der Breite, ne? Mhm, genau. Also die oberen hier, die sind nicht so breit und der war ja schon ziemlich dick. Mhm. Das muss man nicht hieraus machen. Es gibt auch so einen Dreieckschneider, heißt das, glaube ich. Das kann man dann... ja, der hat eine ganz lustige Form. Das kann man dann quasi über Form ziehen. Ja. Und dann hat man diese Form hier aus Form quasi rausgeschnitten. Und dann kann man das anbringen. Ich mache das jetzt in dem Fall allerdings hier raus. Wie so ein Spargelschäler oder sowas. Ja, genau. Okay. Genau so funktioniert das. Das zieht man dann über, ich weiß, EVA oder diese ganzen Formarten, die es gibt. Und dann hat man das. So, ich mache das jetzt hier mit den Fingern. Man kann das aber auch zum Beispiel hier mit diesem Tool machen und immer glatt ziehen. Okay. Das erfordert ein bisschen... Wie lange bleibt das an, so formbar? Ist das, muss man einfach selber fühlen. Also wenn es zu hart wird, einfach nachfüllen. Das ist unterschiedlich, wie lange man das auch vorher erhitzt hat. Ja, es ist schwer zu sagen. 1 bis 2 Minuten auf jeden Fall. Okay, hat man zumindest ein bisschen Zeit. Genau. Danach ist es nicht sofort steinhart, aber es ist auf jeden Fall schon nicht mehr so, dass man es wie Knete benutzen kann. Mhm. Ja, gefällt mir schon ganz gut. Mhm. Die leichten Rillen, die ich jetzt vom Zusammenschluss hier habe, die werde ich dann einfach mit einem Dremel einfach mal so drüber gehen. Wichtig ist wahrscheinlich einfach nur, dass man jetzt keinen Lufteinschluss drin hätte oder sowas. Ne? Also wenn man jetzt da irgendwo dann mit dem Dremel drüber geht und plötzlich dann so eine Senke dahinter liegt oder sowas. Ne? Also bei Resinen oder so, wenn man diese Bausätze manchmal kriegt, ne? Das ist tatsächlich gar nicht mal schlimm, wenn man das hat, weil das kann gerade bei sowas hier schnell passieren, dass man dann irgendwie so ein... Hier habe ich jetzt auch Luft drin. Ja. Aber beim Dremeln verteilt, wird das wieder heiß und wird auch nochmal formbar. Ja, klar. Das heißt, selbst wenn da ein Loch drin ist, dremelt man auch... Ich kann das mal zeigen. Schmiert sich das wieder zu praktisch? Hier ist zum Beispiel noch ein Rest drauf und das schmiert sich immer wieder zu. Ah, okay. So. So, ich muss jetzt hier ein bisschen wegnehmen, weil ich das jetzt für eine Seite mache. Und das hinterher. Dass die aufeinander stoßen, ja. Genau. Mhm. So, ungefähr muss weg. Ja. Guck mal, ob ich das mit der Schere hinkriege. Ansonsten. Ach ja. Das geht noch gerade. Ja. Auch ganz gerne benutze, ist, ich habe nicht nur einen Heißluftföhn zu Hause, ich habe eine Heißluftstation. Das heißt, ich kann da auch so kleine Drüsen aufsetzen. Ja. Das heißt, bei mir würde ich das jetzt zum Beispiel gar nicht hier machen, dass ich das alles eindrücke. Ich würde das einfach festmachen, hinterher erhitzen und dann einfach hier anpassen. Ah, okay. Weil dieses partielle Erhitzen ist ganz praktisch, ohne alles direkt irgendwie in Gefahr zu bringen. Dass der Rest sich nicht wieder verformt, wenn man Pech hat, ne? Genau. So. Die Methode, die ich jetzt hier anwende, die hat allerdings auch einen Nachteil. Wenn ich das jetzt hier aufbringe und das trocken ist, ist die nicht mehr so flexibel. Ist ja auch ganz schön massiv, das Teil so, ne? Genau, das ist auch schwerer jetzt dadurch. Also, ne, aber wir wollen ja hier zeigen, was mit dem Material auch alles möglich ist. Man das nicht nur flach verwenden kann, sondern auch... Direkt ein Auge verloren.
stelle ich nicht anders an. Ja, 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 mit der Schutzbrille auf. Wasser zwei Augen. Genau. So. Ja, das ist natürlich cool, dass sich das von alleine verklebt. Mhm. Ja, durch die Wärme. Obwohl jetzt das eine Teil ja fast kalt ist, sag ich mal. Ne? Also ich werde aber gleich auch nochmal gucken, ob sich das nicht trotzdem noch ablöst. Mhm. Und dann mit einem Heißkleber nochmal nachgehen. Okay. Das ist mir sicherer, bevor das irgendwie abfällt. Weil das ist jetzt einfach so, dass die Seite nicht erhitzt wurde und der Kleber jetzt nur von dieser Seite kommt. Mhm. Und wenn das gleich hart ist und man hier Bewegung drauf hat, kommt und das Spannung nicht drauf, genau, ja, ja. Und dann springt das höchstwahrscheinlich ab. Okay, verstehe. Ich mache das jetzt nur, damit die Form richtig ist und wenn das gleich abspringt, kann ich das dann nochmal schön festhalten. Auch das behält erstmal die Form, die man braucht. Genau. Mhm. So. Mal gespannt. Ja, aber kann man sich schon vorstellen. Mhm. Ja, von innen sieht man jetzt auch. Das ist jetzt nicht so heiß, dass ich das irgendwie hier genau aktiviert hätte. Es ist nicht verbeult. Ja. So. Lassen wir das mal erstmal trocknen. Ein bisschen durchziehen lassen. Genau. Genau. Mhm. Wir haben ja noch ein bisschen vor. hier oben. Ich muss jetzt einmal gucken, ob das auch so ist oder... Ja, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Die grauen Teile meinst du? Nee, ach, das der Abschluss oben. Genau, mhm, weil hier sieht es so aus, aber hier sieht es nicht ganz so aus. Mhm. Ich könnte es jetzt einfach mal auch so machen. Ja, scheint auch das Richtige zu sein. Es hat auf jeden Fall auch eine Kante drin. Und auf der anderen Seite hat es ja auch hier, der Ring ist ja auch so ein bisschen eine Linie in der Mitte. So ist Lichtkante. So, so sieht das Ganze dann ungefähr aus, wenn es fertig ist. Genau, ja. Jetzt seht ihr hier, dass ich ganz viele Huckel habe, noch leichte Risse, Sachen hier so ein bisschen aufstehen. Die kann man jetzt alle füllen. Entweder nehmt ihr zum Beispiel von Cosplay Flex, gibt es die Pebbles, die werde ich dann auch nochmal irgendwie verlinken oder ein Bild einblenden lassen. Die kann man dann hier so schön zwischenmachen. Ganz wichtig ist unser lieber Freund der Dremel. Der sorgt jetzt dafür, dass Übergänge verschwinden, Risse verschwinden und hier solche Unebenheiten dann auch nochmal alle schön gerade werden. Dann sieht das nicht mehr so huckelig und schlampig aus, sage ich jetzt mal, sondern richtig schön. Mhm. So. Genau, das Rädchen. Der ist so süß. Mhm. Zahnarzt. Willst du den Mund öffnen? Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr mich hört. Also bei solchen Rissen finde ich es immer ganz sinnvoll, wenn man leichte kreisende Bewegungen macht. Das Cosplay Flex erhitzt sich durch die Reibung und ist dadurch kann man das quasi wieder richtig schön verkneten und die Risse dann zuarbeiten. So, hier der fiese Riss zum Beispiel ist jetzt schon verschwunden. Mhm. Ja, man hat natürlich auch nur so eine Chance, eine harte Kante daraus zu arbeiten. Ne? Genau, also man kann das zwar alles modellieren, aber so eine richtig schöne scharfe, was heißt scharf, aber so eine schön aussehende Kante kriegt man dann leider auch nur mit dem Drehen hin. Da kommt man dann leider nicht drum rum. Man kann bei vielen pudeln, aber auf den Dremel sollte man wirklich nicht verzichten. Ja, man sieht auch, wird schön glatt. Mhm. Genau. Das heißt, das wäre im Prinzip ja schon der letzte Schritt, bevor man dann mit Farben loslegen könnte? Genau. Oder was? Okay. Also ich werde das jetzt ja alles bearbeiten, ja, die Kanten richtig schön gerade schleifen, mhm, hier die Übergänge einmassieren, ja, das glatt machen und dann werde ich direkt anfangen zu malen. Da wäre dann Grundierung als erstes oder kann man direkt mit Farbe drauf? Man kann verschiedene Sachen machen. Jetzt einmal, also wenn man möchte, kann man hier nochmal mit Holzleim drüber gehen. Okay.
mehrere Schichten. Bei Holzlamme rate ich so 7 Schichten zu machen schon und immer schon mit einem nassen Finger glatt. Dann hat man es aber auch wirklich richtig glatt. Mhm. Wenn man sagt, es reicht auch 3 Schichten, dann hat man auch eine glatte Fläche, ist aber jetzt halt dann nicht spiegelglatt. Ne? Mhm, okay. Wir haben ja jetzt hier schon eine spiegelglatte Fläche. Ja. Das ist ganz gut. Eigentlich würde ich das, hier würde ich jetzt gar nichts mehr machen. Also ich werde einmal mit dem Primer drüber gehen, einfach nur damit die Farbe hält, weil ich jetzt sehr viele verschiedene Farben benutze, auch welche, die dann halt nicht unbedingt halten würden bei flexiblen Bewegungen. Du bist wahrscheinlich einmal vorher mit dem Pinsel drüber, um die ganzen kleinen vom Dremel diese Staubkörner wegzukriegen. Ne? Genau, da habe ich so eine Nagelbürste und dann ist das am besten. Dass man dann nicht noch was unter der Grundierung drunter hat. Was man auch nehmen kann, ist Gesso, was ich gerade hier benutzt habe, um eine Form hier reinzubekommen. Ah ja. Gesso benutze ich persönlich überhaupt nicht gerne. Da braucht man auch ganz viele Schichten, muss ganz viel schleifen. Das macht auch sehr, sehr viel Dreck. Holzleim finde ich halt schöner, weil es so ein bisschen Gummianteil hat, sich mitbewegt und schnell trocknet. Und man kann es halt immer mit dem Finger schön glatt streichen. Auch wenn es schon getrocknet ist, einfach Finger mit warmem Wasser und dann schön glatt machen. Und hier muss man immer wieder noch schleifen. Okay. Genau. Und dann auf den Primer drauf, im Prinzip, wie du schon sagst, eine Farbe möglichst, die auch ein bisschen mitgehen kann. Ne? Also nur ein bisschen diesen Elastikanteil vielleicht noch drin hat. Genau, muss aber auch nicht unbedingt sein. Also ich werde als über den Primer werde ich dann wahrscheinlich mit Schwarz gehen. Weil auch die Farbe, die da drauf kommt, ist ein dunkleres Lila. Ja, man sieht's hier. Metallic Pink. Und bei diesen dunklen Farben gehe ich dann auch immer mit einer dunklen Grundierung. Bei anderen Farben, die zum Beispiel leuchten sollen, wie zum Beispiel Rot, da nehme ich als Untergrund gerne Weiß, damit die einfach mehr leuchten. Okay, verstehe ich. Ja, klar. Also die haben halt, der Untergrund sorgt immer dafür, ob das mehr ins Dunkle abdriftet vom Ton her oder ins Helle. Das macht schon einen Unterschied. Ja, ja. Was man, wenn man jetzt mit Holzleim grundieren möchte, auch machen kann, ist in die ersten 2 Schichten Farbe schon mit einarbeiten. Da muss man hinterher beim Painten nicht mehr so viel. Das kann man auch ruhig machen. Das ist halt, wenn man Schatten zum Beispiel später macht. Viele nehmen ja erst Schwarz und tupfen dann in der Mitte die Farbe rein und gehen immer minimal nach außen nur. Ich mache es anders, ich gehe erst mit Farbe und mache die Schatten erst im Nachhinein. Das finde ich schöner und realistischer. Das sieht dann wirklich aus wie so ein bisschen Schmutz und abgenutzt. So in diesen Used-Look so ein bisschen, ne? Ja, super, dann haben wir es, ne? Ja, ich werde das jetzt noch schön dremeln. Ja, alles klar. Das dauert zu lange, um das jetzt alles ins Video einzufangen. Genau. Das ist halt im Prinzip auch nur Fleißarbeit. Also wir haben jetzt eigentlich alles gesehen von den Arbeitsschritten her. Ich fand es super interessant. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Und ja, wenn du es fertig hast, gerne einfach mal einen Schnappschuss nochmal rüberschicken, dann hänge ich das hinten nochmal ins Video mit dran. Ja, werde ich machen. Auch mit der Farbe noch. Ja, ich freue perfekt. Mich da schon drauf. Super, ja, ich bin gespannt. Ja, vielen Dank euch fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen da und gerne auch Kommentare. Vielleicht, was für Themen euch sonst noch so interessieren. Oder falls noch Fragen sind, schickt Fragen an uns. Wir beantworten die immer gerne. Genau. Und ja, würden uns freuen, wenn es euch gefallen hat, dann hängen wir vielleicht noch ein paar Videos mit dran, wenn es noch andere Themen einfallen oder euch Fragen einfallen dazu. Ich sag dann auf jeden Fall erstmal Dankeschön und tschüss. Jo, bis bye nächstes Mal. Ciao. Tschüss.